Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es ist noch nicht ganz die Videoecke, die ich mir gewünscht habe, aber das Video muss jetzt endlich mal gedreht werden. Ihr kennt das bestimmt gerade alle aus eurem Alltag, dass ihr auch Abstriche machen müsst. Und so musste ich das auch gerade bei diesem Video machen. Ich möchte euch in diesem kurzen Video nur gern erzählen, was es Neues gibt, was sich verändern wird, wie es hier mit dem Kanal weitergehen wird. Wer mir nicht auf Instagram folgt, der hat nicht mitbekommen, dass wir umgezogen sind. Wir haben seit 2 Monaten, glaube fast genau 2 Monaten, ein neues, größeres Zuhause, wo wir uns sehr, sehr wohl fühlen. Allgemein kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr ein bisschen mehr mitbekommen wollt von unserem Leben und was ich so zu erzählen habe, folgt mir unbedingt auf Instagram, weil hier wird so viel nicht mehr passieren, vor allen Dingen nicht in Form von Vlogs oder sowas. Es werden Videos kommen. Ich habe mir vorgenommen, ein Video pro Woche soll es werden. Der Videoplan für Januar steht auch schon. Ja, das ist erstmal so der Plan. Ein Video pro Woche soll hier schon noch kommen. Aber es wird nichts mehr in Richtung Vlogs oder sowas geben. Wenn euch sowas interessiert, dann folgt mir sehr gerne auf Instagram. Das ist unten in der Infobox verlinkt. Was gibt es noch Neues? Ich habe einen Podcast. Denn um einen Podcast aufzunehmen, brauche ich kein Tageslicht. Ich muss nicht geschminkt sein. Es kann auch abends um 22 Uhr sein, dass ich den aufnehme. Und deswegen habe ich im Januar einen Podcast gestartet. Mir fällt gleich der Arm ab hier. Habe ich einen Podcast gestartet, den verlinke ich euch super gerne auch mal unten in der Infobox. Der ist so konzipiert, dass die Folgen nur so 10 bis 15 Minuten lang sind. Ausnahmen bilden natürlich die Interviews, die ich dort führe. Und ist so gedacht, dass ihr euch mit Hilfe des Podcastes, der immer montags um 10 Uhr rauskommt, eine Mama-Me-Time-Routine schaffen könnt. Dass ihr wisst, montags um 10 Uhr ist der Podcast draußen, dann und dann habe ich Zeit, den zu hören und in dieser Zeit höre ich auch nur diesen Podcast, trinke vielleicht noch einen Tee oder einen Kaffee dazu und nehme mir nur Zeit für mich, eine Mama-Auszeit. So ist das gedacht und der Podcast heißt Farbenfrohe Mama-Zeit, der Podcast für alle Mamas und auch alle werdenden Mamas. Weil ich mit diesem Podcast auch so ein bisschen präventiv arbeiten möchte. Also schon schwangere Frauen darauf vorbereiten möchte, was kommt denn da auf dich zu, wenn du Mama wirst? Solche Folgen wird es dann auch im Laufe der Zeit geben. Dann werde ich in diesem Jahr auch wieder vermehrt Gruppencoachings anbieten. Das habe ich im letzten Jahr gar nicht so viel gemacht. Ich weiß gar nicht warum. Und dieses Jahr wird es wieder mehr werden. Wir starten im Februar auch passend mit dem Thema Mama Auszeit. Also wie kannst du es dir schaffen, tatsächlich eine Routine zu entwickeln, um dir regelmäßig 5 bis 10 Minuten Auszeit zu nehmen für dich im Alltag? Und im April haben wir dann das Thema zu sich selbst finden, in seine eigene Mitte finden. Wer bin ich eigentlich? Wenn dich diese Themen interessieren, findest du da auch alles verlinkt unten in der Infobox. Und es war auch, glaube ich, so das Wichtigste in Kürze. Das nächste Video kommt, wenn halt alles gut geht, nächste Woche. Drücken wir uns mal die Daumen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid noch hier und guckt die Videos, die ab und an kommen. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich ganz bald beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.